Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Einlauf mit AIDA Luna in New York. Wunderbare Bilder warten auf Sie. Dann war Sigmar Solbach, der berühmte Schauspieler, an Bord. Und Terrell Woodbury singt für Sie. Viel Spaß! Nach einer Transreise ist das Einlaufen in den Zielhafen immer was ganz Besonderes für die Gäste. Und wenn es dann auch noch New York ist, Gänsehautmomente pur. Gucken Sie mal. Schauspieler Sigmar Solbach war an Bord. Er ist nicht nur Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Nein, er ist auch noch ein hervorragender Vorleser und das ist ganz besonders, er hat alle Patente, dass er ein Kreuzfahrtschiff steuern kann. Da hat sich Lars Krüger richtig gefreut, ihm mal die Brücke zu zeigen. Gucken Sie mal. Moin Moin, willkommen auf unserer Brücke. Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gern. Wollen wir eine kleine Tour machen über unsere Brücke? Ja. Aber mit Vergnügen. Na dann. Also von hier aus fahren wir unser Schiffchen. Sehr gut. Und es gibt noch ein richtiges Steuerrad hier. Genau. Richtig aus Holz gemacht. Schön, ja. Genau. Ja, überhaupt ist das ganze Ambiente hier noch so richtig schön mit Holz und Old Fashioned. Ja? Das macht diesen Charme dieser Brücke aus, weil eben hier noch wirklich der alte Charme von Schiffen, die so in den 80er und 90er Jahren gebaut wurden. Ja, ja, ja. Und ja, das sieht man dann auch auf den offenen Fahrständen da draußen. Aber bevor wir da rausgehen, das Gleiche, was wir da draußen haben, das sehen wir hier drin. Mhm. Und das, womit wir unsere Gäste zum Vibrieren bringen, das sind die beiden Maschinentelegrafen. Sehr gut, ja. Das rattert dann, wenn man auf rückwärts geht, dann, genau, dann rumpelt es manchmal. 4,5 Meter Propeller und die wackeln richtig schön. Okay, ja. Und bei uns ist das so, wir haben keine Heckstrahlruder. Das heißt, wir müssen das Schiff noch dynamisch fahren. Ein Propeller läuft in Vorausrichtung, sodass wir Ruderblattwirkung haben. Und der andere schaufelt das gleiche Wasser wieder zurück. Für jeden Hafen, den wir ansteuern, trotz dessen, dass wir elektronische Seekarten haben, fahren wir immer noch mit Papierkarten als Backup. Mhm. Einfach für den Fall, dass mal Elektronik ausfällt, konnten wir praktisch in den Hafenansteuerung immer direkt trotzdem sehen, wo wir hinwollen, haben dann die wichtigen Maßstäbe an Bord. Also alles, was wir zurzeit fahren und alles, was wir in Zukunft fahren werden, ist hier gut zu sehen. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, genauso gibt es ja auf dem Segelboot, glaube ich, auch eine Gösch und eine Heimathafenflagge. Absolut, absolut. Und absolut. Eine, die ganz besonders ist, wir gehen ja auf Weltreise. Ah, das ist, ja. Die vorne auch auf der Nock weht. Genau, die vorne auch weht. Und die hat eben zwei Symbole, soll die gleichzeitig darstellen. Das eine ist eben, weil wir um die Welt fahren. Mhm. Das andere, unsere Crew kommt von der gesamten Welt. Und so kann jedes Besatzungsmitglied sein Heimatland. Ach, wie schön. Das finde ich schön. Ja, das finde ich wirklich toll. Die Flagge, das brauchen wir nur, wenn wir den sogenannten Ortskundigen an Bord bekommen. Der Lotse. Genau. Und solange der Lotse an Bord ist, ist diese Flagge gehisst, weil die besagt, der Lotse ist an Bord. Okay. Terrell Woodbury war an Bord. Das ist schwer zu sprechen, aber ist ein fantastischer Künstler und eine feste Größe bei uns. Und er hat uns mal erzählt, wie er das eigentlich macht, dass er die Gäste so mitreißt. Viel Spaß! Don't you know, talking about a revolution. Ich wusste schon mit 7, dass ich auf die Bühne stehen wollte. Und mit 9 stand ich schon auf der Bühne. Mein erstes Musical. Als kleiner Junge war ich genauso verrückt. Meine Mutter sagt immer, du hast immer rumgetanzt und immer rumgesungen, egal wo ich war. Musik müsste immer dabei sein bei mir. Wasting time in another blurred line.
Meine erste Zusammenarbeit war damals mit Sister Sledge. Dann ging es rüber zu Michael Jackson, Lou Bega, Sarah Connor. Und dann ging es weiter und weiter. So, here we go. A bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of... Ich habe meine Show genannt Electricity, weil einfach für mich selbst, wenn ich auf der Bühne stehe, da fühle ich mich wie ab Strom geht durch meinen ganzen Körper. Und das heißt, die Leute können erwarten, wirklich jeder Richtung von Musik, jeder Bereich ist gecovert, ab das Funk, Soul, Rock, Pop, Disco, einfach alles querbeet. Musik unserer Zeit, ne? Sind wir groß geworden mit. Das Publikum ist immer unterschiedlich. Manche sind sofort dabei, manche brauchen mal ein bisschen Zeit. Versuch mal so zu klatschen. Das ist ein bisschen schwierig, oder? Aber wenn die dabei sind, dann sind die richtig dabei. La 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 ba ba. La 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 ba ba. Necesite un poco de gracia. Un poco de gracia. Wenn mi pensi di arriba arriba. Vergessen Sie einfach Ihre ganzen Sorgen, Sie sollen einfach sich freilassen und lassen einfach die Elektrizität, den Strom durch den Körper gehen, dass Sie auch genauso auch Spaß haben können. Und wenn Sie solche Künstler mal live erleben wollen und überhaupt mehr wissen wollen über das, was wir Ihnen anbieten, gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Verlockung der Woche. Extra für Sie. Bitteschön. Wir starten in Hamburg und fahren als erstes nach Le Havre und Southampton. Es geht weiter nach A Coruña. Jetzt beginnt die Fahrt über den Atlantik und wir erreichen Ponta Delgada auf den Azoren. Wir machen noch Halt in Halifax, Portland und Boston. Und erreichen das Ziel unserer Reise, New York. Das Ensemble auf AIDA Stella hat sich gedacht, wir geben einen wunderbaren Liederabend mit den schönsten Songs, die uns am besten gefallen. Und das war so ein tolles Erlebnis, dass wir uns gedacht haben, das sollten Sie auch haben. Hinterlegt mit den schönsten Bildern der Woche. Viel Spaß und tschüss.